Ja, doch, wir sind richtig. Okay. Da. So, wir helfen dem jetzt. Keuch, mit den Kerlen ist nicht zu spaßen. Selbst mit meiner Axt konnte ich nichts ausrichten. Keuch, weiter unten im Tal sind noch mehr von uns. Rette sie. Okay. Oh ja, ein Spielen halt. Yay. Kasse spielen halte. Echel, du gehörst nicht zu dieser Sklavenhändlerbande, oder? Sephren, er hat gekämpft, damit wir fliehen können. Bitte, hilf ihm. Ja. Du bist und bleibst also ein Verräter. Stimmt doch, Sephren, oder? Ich. Erst schleichst du dich im Schatten der Nacht davon, ohne dich von deinen Freunden zu verabschieden. Und dann bringst du auch noch dein Versprechen, uns im Austausch für dein Leben ein paar fähige Seemänner vorzustellen. Fischfutter bist du. Jetzt hast du also auch noch eine Abenteurerin mitgebracht. Kannst du denn gar nichts alleine, du Muttersöhnchen? Die Fische können sich auf ein Festmahl freuen. Zürne die Stimme der Schöpfung, erfülle diese Steine mit deiner Seele und erwecke sie in deinem Angesicht zum Leben. Ja, moin. Dass der Golem besiegt werden konnte. Diese Frau ist keine gewöhnliche Abenteurerin. Er mir wieder entwischt. Hauptsache, dir ist nichts zugestoßen. Sie raten, zu welcher Bande sie wohl gehören, ob sie mit den wilden Stämmen unter einer Decke stecken. Die wilden Stämme benehmen sich in letzter Zeit sehr merkwürdig. Es ist schwer abzuschätzen, was sie vorhaben. Sahagin und Kobolde sieht man immer häufiger. Irgendetwas Großes geht da vor sich. Wir haben doch nicht etwa vor, ein Primae zu beschwören? An diese Möglichkeit will ich gar nicht denken, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Der Meeresspiegel steigt, obwohl wir Ebbe haben. Und so hell scheint er doch sonst nicht am helllichten Tage.
Seit der Mond Dalamut sein Gesicht zu verändern beginnt, hat sich hier auch unten auf Heidelin allerhand verändert. Es ist genauso gekommen, wie Louis Sauvage vorhergesagt hat. Das Gleichgewicht der Gestirne ist gestört. Was nie entstehen sollte, wird sich nun manifestieren. Rimae. Eine große, alles vernichtende Katastrophe steht bevor. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um zu retten, was uns lieb ist. Aber genau dafür kämpfen wir. Dafür sind wir aus Chalayan gekommen. Das Gerät funktioniert fabelhaft. Ich kann die Ätherströme ganz deutlich sehen. Eine der vielen technischen Errungenschaften aus Chalayan. Hallo, du da mit der Brille. Hier für dich. Hast du auf das Meer hinausgeschaut? Der Mahlstrom weiht heute den neuen Übungsplatz ein. Es wird bestimmt ein schönes Fest. Eine Störung im Ätherstrom. Gerade eben. Etwas muss in der Nähe der Klagegrotte geschehen sein. Du kannst froh sein, dass du noch am Leben bist. Kannst du aufstehen? Ich bin's. Ja, aber er ist mir entwischt. Verstanden, ich werde das Kommandant Rayner ausrichten. Du warst nicht ansprechbar. Ist jetzt alles wieder in Ordnung? Noch weiß ich nicht genau, was hier vor sich geht, aber der Junge hat mir ein paar Einzelheiten erzählt. Die Piraten hatten einen Krieger ohne Blut in ihrem Dienst, einen Golem. Golems sind keine normalen Lebewesen. Es bedarf komplizierter Magie, sie zum Leben zu erwecken. Nichts, was gewöhnliche Piraten zustande bringen könnten. Diese blau tätowierten Piraten bekommen Hilfe von den Sahagin. Ich werde später genauer untersuchen, was es damit auf sich hat. Ich kehre jetzt mit ihm zurück. Kehre du auch zu den Sommerfurthöfen zurück und berichte Stellvieren von den Ereignissen. Lass nichts aus. Ich habe ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Ishtola. Ich erforsche die Ätherströme in dieser Region. Sehr erfreut. Vielen Dank. Ohne dich wäre ich jetzt Fischfutter. Ich schulde dir eine Erklärung, aber lass uns erst von hier verschwinden. Ich erkläre alles auf den Sommerfruchthöfen. Du bist doch nicht etwa... Ach, schon gut. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ja. Dann wollen wir mal wieder zurück, oder? Wir sind zu faul zum Laufen, wir teleportieren uns. Ah ja, man kennt es. So. Zeig gerade, bist du ja wieder. Bist du auch unverletzt? Ishtola hat den Schuft hier abgeliefert. Ich habe von deinem heldenhaften Kampf gegen den Golem gehört. Alle Achtung. Was hatte das alles zu bedeuten? Zephyrins Gesellen sind zurückgekehrt, aber sie waren so verschreckt, dass aus ihnen kaum etwas herauszubekommen war. Ja, es ist alles meine Schuld. Ich werde alles erklären. Ich war einst bei den plündernden Schlangen.
Die plündernden Schlangen, die stehen im Dienste der Sahagi, nicht wahr? Eine hinterhältige Piratenbande ist das. Die plündernden Schlangen sind in Limsol und Minsa geächtet. Ihr Anführer hat sogar einen Pakt mit den scheußlichen Sahagin geschlossen. Vor ein paar Jahren begannen sie, Bürger der Stadt zu entführen und in den Dienst der Piraten zu zwingen. Mir wurde die Sache zuwider und ich wollte die plündernden Schlangen so schnell wie möglich verlassen. Aber so einfach ist das nicht. Sie lassen keinen gehen. Also bin ich bei einer günstigen Gelegenheit geflohen. Ich habe meinen Namen geändert und mich hier in den Sommerfurthöfen niedergelassen. Aber sie haben mich gefunden. Auf Verrat stehe die Todesstrafe, drohten sie mir. Es sei denn, ich würde ihnen helfen, neue Mitglieder anzuwerben. Entführen heißt das im Klartext. Das war es, was in dem Brief stand. Ich hätte mich nicht darauf einlassen sollen, aber ich hatte solche Angst um mein Leben. Zephren, letzten Endes hast du dich eines Besseren besonnen, oder nicht? Deine Gesellen haben mir gesagt, dass du dich den Piraten entgegengestellt hast, dass du ihnen zur Flucht verholfen hast. Aber ich war kurz davor, sie auszuliefern, an eine mörderische Piratenbande. Ja, es tut mir leid, aber ich werde die Sommerfurthöfe verlassen. Ich stelle mich den Gelbjacken. Du musst tun, was du für richtig hältst. Aber vergiss nicht, auf den Sommerfurthöfen ist immer Platz für dich. Komm zurück, wenn du mit dir im Reimen bist. Ja, Stelvin, wie kann ich euch danken? Ja, so passiert das halt. Das hast du wirklich fabelhaft gemacht und du hast dein Leben für uns riskiert. Ich muss mich bei dir bedanken. Da fällt mir ein, kannst du mir in dieser Sache noch einen letzten Gefallen tun? Erzähl Baderon, was hier vorgefallen ist, besonders was Zephrons Sinneswandel angeht. Baderon hat einen gewissen Einfluss bei den Gelbjacken. Vielleicht kann er ein gutes Wort für Zephron einlegen. Ich glaube, er hat eine zweite Chance verdient. Du hast so viel für uns getan, das werde ich dir nicht vergessen. Dann packen wir uns mal kurz darüber. So, plopp. So. Das Problem ist, ich habe gerade ein bisschen. Was war das? Oh mein Gott. So. Wo ist denn der? Achterburg. Okay. So. Das ist ja mal eine starke Geschichte und das auf den friedlichen Sommerfurthöfen. Und die Sache mit diesem Zephron kannst du getrost mir überlassen. Ich spreche mal mit meinen Freunden bei den Gelbjacken. Und du, aus dir ist in der Zwischenzeit ja eine richtige Abenteurerin geworden. Dann spricht auch nichts mehr dagegen, dass du dir hier in den ertränkten Sorge ein Gästezimmer mietest. Abenteurer sollten darauf achten, immer gut ausgeruht zu sein. Sprich doch mal mit Miss Telsen, der kann dir alles erklären. Dann hätte ich noch etwas. So eine zuverlässige Abenteurerin, wie du es bist, sollte sich mal an Freibriefen versuchen. Diese Aufträge werden von den Gilden an Abenteurer vergeben. Eine gute Gelegenheit, etwas Geld zu verdienen und Erfahrung zu sammeln. Sprich doch mal mit Tim Mokri hier in der Hafenbar. Sie wird dir alles weitere erklären. Tja, dass die plündernden Schlangen mit Entführungen und Sklavenhandel zu tun haben, das wird das ohnehin gespannte Verhältnis zwischen Admiral Merwib und den Piraten weiter belasten.
Egal ob Pirat oder nicht, wir sind alle Limser und wir sollten zusammenhalten, anstatt uns gegenseitig zu bekämpfen und zu misstrauen. Es kommen raue und stürmische Zeiten auf uns zu und wenn die Mannschaft nicht wie ein Mann zusammensteht, werden wir kentern. Aber für heute hast du genug geleistet. Sprich mich an, wenn dir wieder der Sinn nach Abenteuern steht. Ich weiß immer, wo man etwas erleben kann. Wir stehen ab sofort Inhaltsempfehlungen zur Verfügung. Diese empfehlen dir je nach Stufe, Klasse und aktueller Region Inhalte, die du spielen kannst. Du kannst die Inhaltsempfehlungen über das Hauptmenü aufrufen. Sie werden dir außerdem beim nächsten Einloggen angezeigt. Nutze die Empfehlungen für ein noch größeres Abenteurervergnügen. Vergnügen. Oh Gott. I'm so sorry. So, ich glaube, wir können. Warte, das war der Lehrmeister. Aufzug, Reparatur, Freibriefe. Oh, wo war nochmal die Anfängerarena? Kacki. So. Na, wie gefällt dir das Abenteurerleben? Du hast ja schon einiges erlebt. So langsam wird es Zeit, dass du deinen Horizont erweiterst. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Ausflug zum Himmelszug im zentralen Lanusea? Der Himmelszug ist ein Gerüst an einer Felswand, wo mit Hilfe von Ballons Reisende auf Waren hinauf und hinunter befördert werden. Die Transportballons werden von mehreren Transporteuren betrieben, die ständig nach Helfern suchen. Außerdem ist die Gegend alles andere als sicher. Kurzum, dort gibt es sicher viel zu tun für dich. Falls du Interesse hast, dann melde dich bei. Leute, warum habt ihr mal Namen, die man nicht aussprechen kann? Was ist falsch mit euch? Er hat im Himmelszug das Sagen und kann dir Arbeit vermitteln. So, wir gehen jetzt mal zu den Freibriefen. Badrun hat mir schon erzählt, was für eine tatendurstige Abenteurerin du bist. Willst du dich nicht auch einmal an den Freibriefen versuchen, welche die Abenteurergilde verteilt? Freibriefe sind Aufträge, mit denen Bürger sich an die Abenteurergilde wenden. Die Gilde tritt also nur als Vermittler auf. Es gibt verschiedene Aufträge, zum Beispiel Gefechts- oder Fertigungserlasse. Sie sind eine ausgezeichnete Gelegenheit für jeden Abenteurer, sich einen guten Namen zu machen. Warum tappst du nicht mal rüber zur Türpelturmsiedlung und sprichst mit? Er wird dir deinen ersten Auftrag geben. Immer noch. Was soll das? Heute. So, jetzt müssen wir ganz kurz zu unserem Gildenmeister, weil der hat einen neuen Auftrag für uns. Noch eine neue Rollenquest. Ja. Ist ja schlimm. Psyker, bekommst du auch genug Schlaf? Das Studium kann einen ganz schön in Beschlag nehmen. Dö-dö-dö möchte, dass du sie auf eine weitere Inspektion für die Zollbehörde begleitest. Sie erwartet dich unten in der Trainingshalle. Hast du auch fleißig gelernt in letzter Zeit? Manchmal soll sie ja unangekündigt einen Test machen. Runter geht's hier. Laufen wir dann mal lang. Manche Leute haben sehr seltsame Namen. Da bist du ja. Ich habe über Nacht den Warenverkehr der letzten Monate analysiert und eine 88,88%ige Wahrscheinlichkeit berechnet, dass ein Handelsschiff aus Credania, das gerade eben angelegt hat, nicht deklarierte Waren an Bord. Die Schmuggler werden dreister und dreister, obwohl alle Schiffe, die in Limsa-Lumensas Häfen anlegen, einer Inspektion unterzogen werden, versuchen sie immer wieder, sich durch Trickserei, Bestechung oder grobe Gewalt Zugang zu verschaffen. Genauer gesagt besteht für dieses Schmugglerschiff eine
75,01%ige Chance, dass es zu einer gewaltsamen Behinderung der Inspektion kommt. Deswegen möchte ich, dass du mich begleitest. Ich habe mir natürlich auch einen Einsatzplan zurechtgelegt, aber er erfordert die Kontrolle eines Troopers Karfunkel. Hast du die Grundzüge der Beschwörung auch verinnerlicht? Ich muss mir ganz sicher sein, deswegen machen wir jetzt einen unangekündigten Test. Geh dann mal nach Hause, okay? Wenn du ihn bestehst, werde ich gestatten, dass Blabla dir beibringt, wie man einen Topas Karfunkel herbeiruft. Hier nun die Testfrage. Wie groß ist der Wunderwinkel des Kurios Quadrats in einem Beschwörungsetagramm? Natürlich größer als der Wunderwinkel. Hervorragend! Natürlich ist er größer. Kleiner macht ja gar keinen Sinn. Hihi. In dem Beschwörungsetagramm sind die schützenden Kräfte des Topas-Edelsteins präzise durch magi-mathematische Formeln und Formen ausgedrückt. Mit dem Topas-Karfunkel an deiner Seite wirst du selbst in den heftigsten Kämpfen den Schaden auf ein Minimum begrenzen können. Genau das Richtige für die gefährliche Inspektion eines Schmugglerschiffs. Gehe zu, Blabla, und lass dir erklären, wie man das Karfunkel herbeiruft. Ich feile noch an dem Einsatzplan und treffe dich später. Junge! Hört auf, so blöde Namen zu haben. Mann! Ich finde die Namen schrecklich teilweise hier im Spiel. Von den NPCs.